mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Schrei deines Sohnes, Gott, er vereint sich mit dem Schrei vieler Menschen. Einsam und verlassen, überwältigende Not ruft zu dir. Wo bist du? O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hoh. O Haupt zum Spott gebunden, mit einer Dornenkroh. O Haupt sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Ziel. Jetzt aber hochschimpfiret, gegrüßet seist du mir. Hörst du sie, deren Leib keine Stimme mehr hat, deren Glaube zerbrochen ist? Der Zweifel ruft zu dir, wo bist du? Du edles Angesicht, davor sonst schreckt und scheut, das große Weltgewicht, wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Angesicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Wohin mit unserem Zweifel an deiner Güte? Wir kommen zu dir. Wohin sonst? Wir stellen uns unter Jesu Kreuz und rufen mit ihm, für uns und stellvertretend für alle, denen das Entsetzen die Sprache verschlagen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich will hier bei dir spielen, verachte mich doch nicht, von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herz bricht, wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, als dann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. Du rätselhafter Gott, du gibst keine Antwort, die wir verstehen. Und dennoch suchen wir bei dir Trost. Lass uns nicht vergeblich suchen. Lesung aus der Passionsgeschichte nach dem Evangelisten Matthäus. Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung um ihn und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig, und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt.
Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und als er schmeckte, wollte er nicht trinken. Kreuz, auf das ich schaue, steht als Zeichen da, der, dem ich vertraue, ist in dir mir nah. Kreuz, zu dem ich fliehe, aus der Dunkelheit, statt der Angst und Mühe, ist nun Hoffnungszeit. Kreuz, von dem ich gehe in den neuen Tag, bleib in meiner Nähe, dass ich nicht verzag. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Manches Holz ist schon vermodert, manches Holz ist frisch geschlagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel sammeln sich in diesen Tagen Splitter. Mancher Zorn ist längst erloschen, mancher Zorn wird neue Fragen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel lodern auf in diesen Tagen Funken der Erinnerung aus der Asche neue Klagen. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Manches Wort schreit in der Seele, manches Wort wird laute Klagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel werden laut in diesen Tagen Fetzen der Erinnerung, Schrecken, die noch Wunden schlagen. Mancher Trost ist tief verborgen, mancher Trost will Hoffnung wagen, bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel leuchten auf in diesen Tagen Träume der Erinnerung, Gottes Worte, die uns fragen. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren,
Und von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Gott, du hast gesagt, du seist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Aber auch du bist in den Tod gegangen, elendiglich gestorben am Kreuz. Wie viel Leid ist seither über deine Erde gekommen, wie viel Leid wird noch folgen? Wir bitten dich an diesem Karfreitag für alle diejenigen Menschen, die unter den Kreuzen unserer Tage leiden. Für die Vergewaltigten und Geschundenen. Für die Misshandelten und Geschlagenen, für die Missbrauchten und Gequälten, für die Gefolterten und Geopferten, für die Unterdrückten und Entrechteten, für die Verstümmelten und Zerfetzten, für die Verhungernden und Ermordeten. Lass es nicht bei Karfreitag bewenden. Zeige uns, dass du das Leben und nicht den Tod willst. Schenke uns auch in dieser Stunde schon die Hoffnung auf das Licht deiner Auferstehung und Ostern. Mit diesem Hoffnungsschimmer beten wir gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hoffen auf den Segen Gottes, auch an diesem dunklen Tag. Wir hoffen auf den Trost Gottes, auch an diesem dunklen Tag. Wir hoffen auf den Beistand Gottes, auch an diesem dunklen Tag.